Wie kommt man denn hier hin überhaupt? Ah, so kommt man hier hin. Alles klar. So. Keine Taschenlampe und alle am Leben lassen. Ja, natürlich, es war so klar, dass das ein Achievement ist, hier alle am Leben zu lassen. Aber das ist mir jetzt egal. So. Was sind hier die Achievements? Alle Dinge einsammeln, das versuchen wir sowieso. Blutbad, alle umbringen und 30 Bomben. Mal gucken, ne? Kann ich hier mal eine Strichliste führen? Gehen wir zuerst nach oben. Ja, wir erforschen zuerst mal hier oben. Hier oben scheint keiner zu sein außer uns. Ist ja komisch hier. Ja, hier werden wir uns bestimmt nicht verlaufen. Zum Glück haben wir eine Karte. Ja, schaut euch das doch mal an hier. Das ist doch nicht normal. So. Oh oh. Das hat einer gehört. Zum Glück haben wir hier noch eine Bombe hingelegt. Das war knapp jetzt. Nochmal auf die Karte schauen. Okay, da links waren wir auch oben. Gibt es jetzt nichts mehr zu erforschen, ne? Ach, guck mal, da sieht man ja, wie viele Bomben wir explodieren lassen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Passt das? Jawohl, das passt mit meiner Strichliste überein. Oh nee. Ja, die Monster müssen doch echt nicht sein, oder? Oh, wir haben da rote Technologie übersehen, da rechts. So, jetzt decken wir hier mal alles auf. Also, was es hier so aufzudecken gibt. Komm, weißt du was? Den locken wir jetzt dann gleich hier rein. In dem Moment, wo er sich umdreht. So. Erstmal auskundschaften hier natürlich. Wie es denn da unten drunter aussieht. Aber das sieht nicht gut aus. So wie es aussieht. Okay, wir könnten... Das war, glaube ich, der hier gekommen ist, ne? Jawohl, sieht ganz danach aus. Okay, hier ist ein Checkpoint. Oh nein. Verdammt. Das war ein bisschen zu optimistisch. So. Checkpoint gehen, Strich dazu machen. So, dann legen wir hier jetzt noch schnell die Bombe. Damit die mal weg ist hier. Also die Technologie, nicht die Bombe. Damit können wir nämlich jetzt auch... Ach, da war die. Ich dachte gerade, damit können wir jetzt hier reingehen und dann geht's doch nicht. Aber wir können hier noch ein bisschen was wegsprengen. Jawohl, das hat natürlich wieder jemand gehört. Und natürlich wieder mal jemand, der jetzt gleich dran glauben muss. Excusez-moi. Das hat wieder jemand gehört, glaube ich, oder? Jawohl.
So. Damit sind wir jetzt hier schon etwas weiter. Schön Checkpoint rein. Laut meiner Strichliste hätten wir jetzt schon 20 Bomben gezündet. Was nicht schlecht ist, würde ich mal sagen. So, ich war jetzt nur so still, weil ich mitgezählt habe. Und die 30 müssten wir eigentlich, wenn wir so weitermachen, dann schaffen wir die locker. Achso, der hier oben existiert auch schon nicht mehr. Ich dachte, der existiert noch. Geht es eigentlich, wenn ich so... Nee, kacke. Stimmt, da rechts ist ja noch was. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rein theoretisch müssten wir es jetzt haben. Aber naja, ihr kennt mich ja vielleicht schon so ein bisschen. Ich bin immer übervorsichtig. Okay, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Puh, Alter. Das war ja mal so richtig knapp. So, ich spreng mir jetzt da oben so einen kleinen Hohlraum. Wo ich mich dann natürlich verstecken kann. So, 1, 2, 3, 4. Und 1, 2, 3, 4 weg. So, jetzt sind aber immer noch zwei Monster da. Drei sogar. Die aber nicht so ganz so schwer sind, hoffe ich. Die laufen nämlich nur auf einen zu, wenn man denen den Rücken zudreht. Ah, die haben Angst vorm Licht. Alles klar, die haben Angst vorm Licht. Jetzt habe ich es kapiert. So. Grüne Schlüsselkarte. Wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Ah, nach da oben. Und da, habe ich gerade noch gesehen, müssen wir noch was einsammeln. Zum Glück habe ich nochmal auf die Karte geschaut. Ansonsten hätte ich das nämlich, glaube ich, wieder vergessen. So, es lebt keiner mehr. Wir haben mit Sicherheit 30 Bomben gezündet und wir haben alles eingesammelt. Diesmal haben wir sogar die Achievements. Finde ich gut. So, hier müssen wir raus. Ach ja, hier oben weiß ich noch, wie wir damals richtig Glück hatten. Was? Oh nee. Weißt du was? Ich gehe jetzt hier rüber. Da machen wir jetzt nochmal ein bisschen Bomben-Action hier. Auch wenn es vielleicht länger dauert, aber hey, es ist... Also ich finde es wenigstens spaßiger, als einfach nur hier so stupide durchzumarschieren. Oh. So, jetzt hier nach unten rein, theoretisch. Nochmal auf die Karte schauen. Jawohl, nochmal ein bisschen nach unten. So, hier ist auch schon die Schlüsselkarte. Und jetzt müssten wir relativ direkt... Ja, relativ direkt... müssten wir jetzt da hinkommen.
Alter, ernsthaft? Oh nee. Ach komm, lass doch jetzt nicht mehr lustig. Mann, es nervt. Waren es jetzt schon alle? Vorhin waren es doch noch drei. Ah, Mann. So, jetzt komm her. Okay, das machen wir jetzt gleich nicht mehr mit der Bomben-Action. Es war vielleicht ganz lustig, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich nicht schnell genug weggelaufen bin. Sondern wir holen uns jetzt direkt von hier die blaue Schlüsselkarte. Und an der Stelle Entschuldigung, ich weiß, es war meine Schuld. Aber naja, ich konnte es ja wieder nicht lassen. Und dann musste ich den Preis dafür zahlen. So, hier müsste jetzt irgendwo die blaue Schlüsselkarte sein. Ah, da rechts. Ach, und weißt du was, wenn wir schon mal da sind... Dann gehen wir jetzt auch hier durch. So, alle Achievements. 11 Minuten. Na gut, das ist nicht ganz so feierlich. Aber immerhin, ey, wir haben es geschafft. So, der Core, der Kern. Da bin ich jetzt mal gespannt, was hier auf uns zukommt. Allein... Wow, 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 wow. So. Der geht hier runter. Die teilen sich da auf, ne? Genau. Oh, genau, wir haben noch keinen Detonator. Da müsste ich eigentlich mal schauen, wo der ist. Der ist da unten. Alles klar, wie kommen wir da hin? Gar nicht. Da brauchen wir erst die Schlüsselkarten. Juhu! Ich wollte noch nie irgendwas so sehr wie stealthen. Eigentlich mag ich ja so Stealth-Spiele. Stealth-Spiele. Aber man muss es ja auch nicht übertreiben, finde ich. So, der läuft da runter, da nach da und hier können wir rein. So, und wieder raus und in den Checkpoint laufen. Und schauen, wo die nächste Schlüsselkarte ist. Keine Ahnung, das sehe ich immer am liebsten. Wenigstens ein Checkpoint irgendwo. Ja, da rechts ist ein Checkpoint. Das heißt, wir werden uns jetzt mal dem Kollegen hier an die Fersen heften. Und hier in den Checkpoint reingehen. So, die nächste Schlüsselkarte ist da oben. Jawohl, da wo sie sein muss. Alter, nein. Oh, ich hasse diese Doktoren, ernsthaft. Da darf man in einen ewig weiten Radius... Genau, der hat hinten Augen, ne? Alter. Da darf man wieder in diesen ewig weiten Radius nicht reingehen, weil der einen ansonsten sieht. Ja, nee, ist klar. So, wir haben nur ein ganz geringes Zeitfenster. Jetzt nicht verkacken. So, Checkpoint, jawohl.